Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls, Teil 2. Genau, ich mache jetzt hier weiter im Schloss von Dranglake. Ich habe schon ein paar Teile des Levellen-Sets zusammenbekommen. Levellen, wie spricht man es aus? Ich weiß es immer noch nicht. Ihr sagt mit L, ich kenne es mit R aus dem Gälischen, aber es ist wohl Levellen. Ja, ich habe mittlerweile meine Glocke mal auf Blitz verstärkt. Mal sehen, ob das jetzt viel mehr Schaden macht. Weiß ich nicht. Oh, scheiße. Ich wollte das nicht kaputt machen, das Ding. Ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen gefarmt. Also so weit, dass die schon nicht mehr respawnen, die Schweinebacken hier. Der erste ist zumindest nicht mehr respawnt. Sag mal, warum läufst du denn so an mir vorbei? Bist du so ein Backstab-Fischer oder was? Finde ich aber gar nicht cool von dir. So, bitte, bitte. Die Handschuhe, ja! Jetzt fehlt mir nur noch der Helm, Leute, bitte. Ah, die Parma. Kacke. Guck mal, schön macht das Schaden, ne? Ja. Sehr schön. Das macht richtig viel Schaden jetzt. Naja, was habe ich noch gemacht? Ich habe mir mal ein paar andere Pyromantie-Zauber rein. Großer Feuerball und große Verbrennung. Ja, ihr habt schon recht, die Flammenschneise ist kacke. Und ihr habt auch gesagt, die Pferde kommen nur, wenn man sie tötet, wenn sie halt lebendig sind, wenn man es so sagen kann. Ja, das habe ich auch mal beherzigt und habe es jetzt halt so gemacht. Ihr habt es ja gesehen. Ja, ich bin dummerweise einmal gefletscht worden von den Viechern. Die haben mich getötet. Das ist ganz schön ärgerlich. Oh, ich dachte eben, was sieht da so komisch aus? Steht einer mehr drin? Aber die sind auch wirklich hart, die Viecher. Die sind richtig hart drauf. So, ich versuche das mal im Feuerball, was das denen abzieht. Aber ich habe schon festgestellt, Blitz ist auf jeden Fall die Geheimwaffe gegen die Pferde. Die kriegen da so richtig eine reingescheuert. Also, damit mache ich bestimmt nochmal die Hälfte mehr als mit der Feuerverzauberung an ihnen. So, warte mal. Erstmal hier. Weiß gar nicht, wie schnell ich jetzt zaubern kann. Ich habe eigentlich die Zaubergeschwindigkeit recht hoch. Kannst du mal... Ja, man muss halt aufpassen, ne? Oh, oh, oh. Da, guck mal, das meine ich. Die staggern einen so schnell, die Mistviecher. Ja, das zieht schon ganz gut. Boah, alter Schwede. Oh, die hat gleich vorpreschen. Das ist ganz schön gefährlich. Warum seid ihr zu dritt? Ja, gut, okay. Warum auch nicht, ne? Ist hier nur der vierte, der nicht mehr spawnt. Komm, ich will an den da. Alter. Ja, ja. Du musst noch sterben. Ach, ihr zieht euch schon zurück. Das ist ja nett. Die haben mich so gefletscht, Leute. Ich sag euch das. Die sind richtig krass drauf, die Jungs. Steinzwillings. Okay, da gibt's noch eine Waffe. Gut zu wissen. Gut, dass ich das nicht wusste vorher. So, guten Tag. Komm mal her. Komm her. Fünfer-Kombo. Putsch. Kann ich nicht ganz so elegant wie du, aber... Ich habe auch ein bisschen was drauf. Merkst du, ne? Haha. Das gesehen. Schweinebacke. So, ich zeige euch mal kurz die Rüstung, soweit, was ich halt schon habe. Die habe ich dreimal insgesamt. Ich finde das hier ganz schick, so eine dunkle Rüstung mal wieder zu haben. Ja, man sieht es halt. Sieht man es hier? Warte mal, ich gehe mal da vorne an die Nebelwand. Vielleicht sieht man es da besser. Oh, der Umhang ist geil, oder? Ich hoffe, man sieht so ein bisschen. Wenn nicht, zeige ich dir nochmal in Majula. Ja, gut, den Helm, der ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Aber so die Rüstung sieht, ne, sieht nett aus. Was hatten die für Werte? 120 auf ungeskillt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn man sich überlegt. Oh, das war letztes Mal ganz schön fies, ne? Mit diesem Penor. Der mich da einfach so frecherweise invasiert hat. Ja gut, was heißt frecherweise? Ist ja sein gutes Recht, nicht wahr? So, die packe ich jetzt aber mal raus. Die blöden Steine hier, die nehmen mir nur Platz weg. Ne, die da. So. Ihr habt schon gesagt, ich soll mal öfter den Stein legen, so alle 10 Sekunden. Dann ist die Chance, dass ich beschworen werde, sehr hoch. Wer war das? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber fühle dich angesprochen. Du hast mir das im letzten Part geschrieben. Ja, heute ist mal wieder nach Livestream und deswegen muss ich mal gucken, ne? Wie ich das jetzt hier gebacken kriege, weil ich bin schon wieder ganz schön Knülle im Kopf. Kennt ihr vielleicht. Na? Ich mach das jetzt einfach mal eine Zeit lang, damit müsst ihr klarkommen. Nein, ich mach das nicht, weil ich euch ärgern will. Ich will mal beschworen werden jetzt.
Deswegen gehe ich mal auf die Tipps ein. Verzweiflung und dann Rache. Gut gemacht. Ja, sehr gut. Hier! Ah. Los jetzt, hol mich, du blöder Ritter. Ja, es ist auch schon wieder 12 Uhr, muss ich sagen. Ne? Es kann sein, dass jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel los ist, aber es ist Wochenende. Eigentlich müsste, ne? Ja gut, es ist auch noch WM, aber die ist, glaube ich, vorbei. Also die Spiele für heute. Ja, die WM ist vorbei. Die ging nur 2 Tage. Ne? Ist aus jetzt. Ist fertig. Oh, sieht so toll aus draußen. Die ganze Zeit die Blitze und der Regen, wie er ja so reinströmt. Ich liebe das. Ich liebe das. Ja, soll auch nicht so ganz befriedigend sein, das mit dem beschworen werden, denn die meisten, die den Spiegelritter machen, sind zu dritt. Also ein Spieler und 2 Phantome, ne, wie man es so kennt. Ich weiß ja auch nicht, wo ist denn der Reiz dabei? Bosse mache ich doch lieber alleine. Also ich jetzt persönlich, ne? Weiß ja nicht, wie andere das sehen. Hallo? Kommt hier nochmal? Beschwörung? Warte mal, ich will mal ins... Oh, jetzt. Bitte, 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 lass es hier sein und nicht irgendwie zu so einem blöden Duell, wo ich keinen Bock drauf habe jetzt. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Das wäre so cool, wenn er mich jetzt ruft, der Spiegelritter. Komm schon. Och, nee. Och, du Arsch. In die Welt von Dad gerufen. Ich will aber nicht in deine Welt gerufen werden, du Schwein. Schweinekerl. So. Das war jetzt feige, aber... nee, das war echt ein bisschen feige. Der wusste wahrscheinlich gar nicht, wie das hier funktioniert. Er dachte, er ruft sich jetzt einen, der ihm hilft. Und dann steche ich ihn ab. Der hat auch das Schmetterlingskostüm. Man hat da gesehen, ich war vergiftet so leicht. Oh Mann, Leute, ich mag jetzt hier gerne beschworen werden. Darf ich das nicht? Oh, guck mal, meine Waffen sind jetzt auch wieder ganz, sehe ich gerade. Der hat das wohl echt nicht geschnallt, wie das hier funktioniert, schätze ich mal. Nein, geh da weg. Geh da weg. Das sollst du nicht. Wenn ich das verstecken könnte irgendwie, ne? Wenn man sich extra für das Event hier anmelden könnte, das wäre super. Aber geht wohl leider nicht. Nur auf diese Weise. Na komm, ich warte jetzt nur 1-2 Minütchen. Wenn das nicht klappt, dann gehe ich zum Spiegelritter und mache ihn halt tot, so gut es geht. Alleine. Aber ich schätze mal, da wird wahrscheinlich wieder einer reinvasieren und dann wäre das ganz schön eckelig. Ich wollte mal probieren mit Gift. Ich glaube, Gift setzt ihm ganz gut zu, aber das passt ja nicht auf die Waffe drauf. Ist ein Problem, ne? Ist ein Problem. Deswegen packe ich das mal raus. Na komm. Ich setze mal ein weißes Rufsymbol. Vielleicht ist jetzt das rote verschwunden von mir? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, es ist weg. Okay. Achtung, jetzt ruft mich dieser Dad. Dann würde ich ja lachen. Erst töte ich ihn und dann helfe ich ihm, den Spiegelritter zu besiegen. Das wäre extrem ulkig, wäre das. So, na komm. Ne? Wo da ist Geräusch? Da nicht. Geräusch? Keins. Ne, komm, dann mach ich ihn jetzt selbst. Dann mach ich ihn jetzt selbst. Will mal testen. Ich glaube, Blitz ist auch nicht so der Bonus gegen ihn. Ihr habt auch gesagt, ich weiß nicht, ob die Quelle bestätigt ist. Ich sag's nur, weil ich gehört habe. Dass Feuer wohl hier nicht so viel hilft. Aber weil es ja regnet und so, ne? Moin. Weiß man nicht, ob es stimmt. Ach ja. Warum muss das immer so laut sein, Kinder? Ah! Ach ja, guck mal jetzt. Sein ganzes Repertoire zieht er ab. Der Sack. Aha, du bist voll der Held. Oh, Kinder. Ja. Da freut er sich jetzt. Achtung, wetten wir, der tauntet. Ja, klar tauntet er mich.
Solche Leute, ne? Die machen einem Spaß hier im PvP. Beziehungsweise bei dieser dummen Invasion. Och Leute, das ist so kindisch. Das ist so kindisch. Ich meine, gut, wenn du mich besiegst auf die Weise. Props für dich. Hast dich super angestrengt, wahrscheinlich bei dem Kampf. Ne? Hat er. Und ist alles auf Video. Also kannst du dich freuen über deine Meisterleistung. Bin stolz auf dich. So, jetzt aber genug davon. Jetzt ärgere ich mich nur über so Typen. Ach, jetzt muss ich die wieder killen, ne? Ja, moin. Seht ihr, der erste ist schon weg. Der kommt nicht mehr. Der kommt nicht mehr. Ah, ich habe ja noch den Schlangenring an. Ich bin so doof, ne? Komm, wach auf jetzt. Warum kommt denn der so spät eigentlich hier? Warum kommst du so spät? Ja, ja. Ach, Kinder. Die haben aber auch Angriffe drauf. Da kannst du nur blöd gucken. Och ja. Ja, 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 ja. Jetzt bin ich tot. Achtung. Ja. Alter Schwede, diese scheiß Pferde hier. Die sind so... Guckst du dir schon an mit ihren Augen. Die sind richtig scheiße. Oh, es ist heute auch kein Tag irgendwie. Heute ist auch kein Tag für Dark Souls. Aber ich muss ja, sonst habe ich für morgen keinen. Haha, für heute schon. Ist ja nach 12 mittlerweile. Ach komm, pfeif jetzt auf den Kack hier. Ziel. Moin. So, erstmal eine reinpfeifen. Ist aber auch ärgerlich. Warum muss der immer am Anfang direkt schon einen beschwören? Ich finde, das macht es nur unnötig schwer für den Anfang schon. Dann kann man es ja eigentlich gleich knicken. Weil. Mach das mal am Anfang gegen den menschlichen Spieler und gegen den Boss, bis man die tot hat. Und dann ist es auch noch so ein Feigling mit Magie, ne? Ja, was heißt Feigling mit Magie? Ja, das Feige. Magie ist so schisserhaft. Aber ihr habt's gesehen, der hat sich wieder nur im Hintergrund gehalten und hat mich schön weggehauen. So wie sich das gehört, ne? So. Kommt der dritte jetzt nicht mehr, oder was? Oh doch. Ist er ja, mein bester Kumpel. Weißt du? Die kann man nicht mal schön wegstaggern, so wie es eigentlich sein sollte. Ach ja. Machst du schön, Kleiner. Jetzt komme ich nicht mal mehr gegen diese blöden Zyan-Ritter hier klar. Alter Schwede. Hör doch mal auf jetzt. Meine Fresse. Was mache ich denn? Was? War das kein kein Backstep? Achtung, jetzt kriege ich hier wieder den Helm oder so. Ja, natürlich. Die Helme dauern irgendwie immer am längsten bei mir. Ich verstehe das nicht. Ich hole mir keinen dazu. Das, ne, mache ich alleine. Sehe ich nicht ein. Okay. Auf ein neues. Ich will ihn jetzt schaffen. Gegen, auch von mir aus, mitmenschlichem Spieler. Oh, Kinder. Ja. Steinploppen dauert ja auch eine halbe Stunde. Könntest du mal machen. Ja? Alles fit bei dir? Ja, ist. Oh, Mann, eine Dreier-Kombo. Seit wann macht der Dreier-Kombos? Oh nein. Nicht wieder laut, bitte. Ich hasse diese Scheiße. Warum ist das so laut? Gibt's da nicht einen Fix für? Ich meine, ich hätte da gesehen, dass es einen Fix dafür gibt. Gegen diese Lautstärke. Na, machst du wieder eine Dreier? Gesicht. Du Penner. Oh Mann. Jetzt reicht's aber mit deiner Lautstärke hier. Ach, ja. Na, hast du wieder einen Kumpel geholt, ne? Schön. Richtig schön. Oh nein, nicht wieder laut. Alter.
Diese Lautstärke, die macht mich echt fertig, Leute. Das ist furchtbar. Ja, Schnauze jetzt. Mann, nicht so laut hier. Oh, Mann, das hat mir fast das Trommelfell perforiert. Ich habe es, glaube ich, vergessen, letztes Mal leiser zu machen. Ich habe gesehen, dass... Ja, da gab es wohl einige Dislikes deswegen, aber naja. Weiß ich nicht, ob es daran lag. Oder ob wieder irgendwelche pisseligen Kinder Pfingstferien rumhaben. So, Zauberquatschring, Seelenblitz, Asketenleuchtfeuer. Oh Mann, das ist aber auch Trommelfell. Malträtierend. Scheiß nochmal. Ja, tut mir leid für die Schimpfworte wieder. Aber bis ich da mal reagiere und das auf den Ohren leise drehe, dann ist schon der erste Blitz durch und... Der nächste ist dann auch wieder recht laut, weil ich das gar nicht so einschätze. Der Spielesound ist dann fast komplett mute. Und der Sound BOOM! Bisschen abgedämpft natürlich für euch jetzt, weil wenn ich jetzt ins Mikro schreie, dann ist das auch nicht angenehm für euch. Krieg schon wieder einen Schädel hier. Kopfschmerzen. Von dem Mist. Naja. Ach hier. Guti! Ah, weiter am Schreien. Gibt es ja eigentlich noch Sachen, die ich noch zeigen wollte? Ich kenne mich jetzt gar nicht aus, weil es kann sein, dass hier jetzt ganz fiese neue Sachen kommen. Ne? Ihr wisst ja. New Game Plus. Und so weiter. Aber auf jeden Fall gibt es hier eine Maske, die möchte ich gerne farmen. Entschuldigung. Ich will den Schluck auf hier ein bisschen. Hab erstmal lecker einen Liter Wasser getrunken vor der Aufnahme, dass ich nicht wieder Eierhals kriege und... ne? Ist irgendwie ganz schlimm, wenn ich nichts trinke, dann ist das... Eierhälsig. Ich werde ja auch eine Stelle zeigen, das habe ich zumindest von Epic Name Bro. Der macht irgendwie auch gar nichts mehr zu Dark Souls, finde ich ein bisschen schade. Irgendwie ist der wohl verhindert wegen seiner Frau, weil die jetzt das Visum und bla bla bla, interessiert euch nicht. Wenn ihr es guckt, Epic Name Bro, dann wisst ihr das schon. So, auf jeden Fall. Ah, das ist cool, Leute, mir gefällt das. Die Zusammenstellung ist halt aus Leder, nicht aus Stein. Naja. Was haben wir denn da zum Lesen? Livellenrüstung. Mit seltenem Geistahl gefertigte Rüstung. Gehörte einstmals Kanzler Wellager. Hochwertige Ausrüstung, die sowohl leicht als auch stabil ist. Von Livellen, dem Meisterschmied des Schlosses, gefertigt und nur wenigen Auserwählten ausgehändigt. Livellens Werke lassen sich in ihrer Schmucklosigkeit mit Leichtigkeit erkennen. Er konzentrierte sich voll und ganz auf die Schlichtheit und Stärke. Geil, oder? Also gerade das Brustteil gefällt mir. Da sind so viele Verzierungen. Guck mal am Bauch schon. Die einzelnen Lederstreifen, das sieht echt aufwendig aus. Ah, ist cool. Wie gesagt, ich finde es nett, dass es hier so viele neue, aufwendige Rüstungen gibt. Die in Dark Souls 1, ja, aber die waren nicht so vielfältig, ne? Gab es nicht ganz so viele. Oh, nicht verbrennen. So, ich habe die Glocke ja auch schon mal angefangen aufzurüsten. Aber noch kann die der hier nicht das Wasser reichen, von daher wird es noch ein bisschen dauern. Bis ich die dann nutze... Königsschwertkämpfer weg. Die Krone kann ich auch mal weg. Sions Rüstung, ach ja. Ja komm, das packe ich alles weg. Sion Stülpen. Die Stiefel noch. Ja gut. Den Hartstahlring, ich wüsste nicht, dass ich den überhaupt mal benutzt habe irgendwie, ne? Wüsste ich jetzt nicht. Was haben wir noch? Wegen der Dornen. Bekomme ich da auch einen plus 2? Höchstwahrscheinlich, oder? Wegen der Dornen plus 2. Nehme ich jedoch stark an. So, ich habe mir nochmal Flammenpfeile gekauft bei Onifex. Dunkelheit hole ich mir dann auch noch später bei Wellager, wenn ich es kann. So, meine Liebe. Dann würde ich sagen, lass mich mal aufsteigen. Und zwar, was nehmen wir noch? Die letzten 4 Punkte. Wille. Auf jeden Fall Wille. Ja, der Joe hat auch gesagt, er hat mir eine Skillung gemacht, die werde ich mir bei Zeiten mal ansehen. Aber jetzt noch nicht. Weil ich möchte auf jeden Fall erstmal so spielen, wie ich das gedenke. Vielleicht gefällt mir die Skillung ja, aber erstmal nicht. Erstmal gefällt sie mir nicht. Haha, nee, erstmal möchte ich sie nicht austesten. So. Oh, dann zurück in den Schrein. Das ist eins der unschönsten Gebiete, muss ich leider sagen. Obwohl es so von der Optik wirklich was Besonderes ist. Alleine schon das Dach. Diese ganzen Verästelungen. Diese Wurzelwerke. Einfach genial gemacht.
So, lass mal gucken. Da unten... Ich sehe keine roten Phantome. Aber ich schätze mal, es gibt sie. Da würde ich mir sehr, sehr verarscht vorkommen, wenn es hier keine roten Phantome gäbe. So, hier hinten ist so ein kleiner Krebs. So ein kleines Insektenkrebsteil. Den muss ich leider töten, auch wenn ich die irgendwie ganz knuffig finde. Aber ihr seid böse, weil ihr pupst mich mit Säure voll. So, und hier gibt es, glaube ich, Brocken. Nee, Gewürz. Hä? Ja, auf jeden Fall hier Skeptiker-Gewürz. Hier kann man das theoretisch farmen, aber eigentlich eignet sich das ganze Gebiet gut dazu. Am besten einfach durchrennen und das ganze Zeug sammeln. Man kann nämlich vom zweiten Leuchtfeuer hier... Hier gibt es eine Stelle, ich glaube da vorne sogar schon. Da vorne, eins der Dinge hier ist Skeptiker-Gewürz, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, ihr lässt es dann wieder ein bisschen nach, weil ich habe immer nur neue Charaktere angefangen, die eine Weile gespielt und dann nicht mehr. Vorsicht, Blutung, aber Loch. Was? Geiler Tipp. So, erstmal dich. Ja, eine Fackel sollte man hier übrigens nicht anstecken, auch wenn es eigentlich ganz nett ist, weil dann sieht man die Ränder der Gewässer. Also hier, ne, ist überall Abgrund, ihr wisst ja. So, komm mal her, du Schwein. Oh, den kann man doch staggern. Ich dachte, ihr seid unstaggerbar. Unstaggerbar. Kommt man hier links? Ne, kommt man links wo durch. So. Ja, Blutfleck berühren. Warum wohl, ne? Abgrund und so. Flammenschmecker, Schmeckerling, Schmecker, lecker Schmeckerling. Und Glitzer-Titanit. Warte mal, hier werde ich mir aber den Ring anziehen, Leute. Ich meine, ich habe ja ein bisschen, ein paar Reparaturpulver habe ich ja, ne? Weil ich möchte unbedingt Glitzer-Titanit von den blöden Erzdraken-Fuzzis. Unbedingt. Und die droppen das nun mal sehr gut. Ja, was heißt sehr gut? Aber die droppen es gut. Rote Egelpack, ja, hm. Köstlich. Macht das hier aber was, wenn ich die... Ja, das macht sogar extra Schaden, schätze ich mal, wenn ich die im Wasser mit Blitz erwische. Ah, da ist Abgrund. Das war eben richtig dumm von mir. Rotes Wasser. Kaltes, klares Wasser. So, die liebe Milfi singt. Nicht mehr. We knew you were coming. And we will. Guck mal, ist schon eine sehr hübsche, wenn man mal guckt. Ne? Das ist eine sehr hübsche Frau. Na gut. Dann vergesst die Welt. So, erstmal diese Buckeltypen hier abschießen. Garstige Hobbitze. Ich weiß gar nicht, kann man hier... Ich habe es bei Lobos schon gesehen, man kann wirklich Speedrunnen hier durch, aber ich würde es nicht empfehlen. Also wenn man das erste Mal hier ist, aus Frust einfach durchrennen, wenn ihr oft sterbt, macht das nicht. Dann macht das lieber so oft, bis die Viecher gar nicht mehr spawnen. Das wäre, glaube ich, ratsamer. Oh, guck mal, da ist eine Zauberin da vorne. War die letztes Mal schon? Nee, die ist neu, Leute. Ich glaube, die war beim ersten Durchlauf nicht hier. Oh, oh. Ach ja, runter. Ihr seid voll die geilen Macker, wisst ihr das? Au, guck mal, was die... Au, einfach au. So, du alte... Wolltest du dich gerade heilen, oder was? Hä? Hast du gedacht? So. Man weiß halt nicht, dient das der Dinger da zur Warnung? Dieses Glitzern? Da ist Skeptiker-Gewürz. Das kann man hier farmen, glaube ich. Fackel. Und große Seele. Oder ist das mehr zum Anlocken der Gegner gedacht? Die unvorsichtigen Abenteurer, die dann hier in die Falle laufen. Oh, wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo bist du denn? Ja, hier ist nämlich noch was Schönes. Eine Kiste. Blutungsserum. Die haben es irgendwie mit Blutung bei den Viechern. Die geben erstmal das Mittel dagegen und das Mittel... um es zu verursachen. So, warte mal. Das Leuchtfeuer ist hier doch noch. Oh, doch. Ist. Nee, warte mal. Das ist gar nicht das Leuchtfeuer hier. Oder? Ach Leute, ich hab's schon wieder vergessen. Nein, ist kein Leuchtfeuer. Aber ich meine mich zu erinnern, dass er sagte, man soll ans zweite Leuchtfeuer und dann zurücklaufen, um das Skeptiker-Gewürz zu holen. Und dann... Ne? Ihr seid so hübsch.
Ihr seid so richtig hübsch. Es waren nur 4, ne? Na gut. Aber die haben Menschenbilder auch dabei. Alles Mögliche, Bluten und Menschen. Naja, gut, liebe Leute, ich werde hier beenden. Schreibt mir gerne noch was. Gebt mir ein Like auf das Video vor allem. Wie gesagt, oh, Kitty, Pfingsten. Naja, wir sehen uns wieder nächstes Mal bei Dark Souls Teil 2.